Auch wenn wir es nicht selber erlebt haben, so kennen wir doch alle diese kieksige, fast zittrige Stimme mit diesem legendären Ausspruch: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Oder so ähnlich. Von wem ist es? Ganz klar, Walter Ulbricht. Heute, über 50 Jahre später, würde das wahrscheinlich anders lauten. Niemand hat die Absicht, Ihre Daten zu klauen. Von wem könnte es sein? Ah, Sie können aussuchen, von Google oder von Wolfgang Schäuble. Nee, da müsste es auf Schwäbisch sein. Ja, ist ein echter Dauerbrenner bei den Big Brother Awards, die Kategorie Behörden und Verwaltung. Da tut sich einfach immer was, was nicht so in Ordnung ist. Natürlich ist die Jury auch in diesem Jahr fündig geworden. Ist nicht Wolfgang Schäuble. Die Laudatio hält Dr. Rolf Gößner von der Internationalen Liga für Menschenrechte. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, der Big Brother Award 2013 in der Kategorie Behörden und Verwaltung geht an die Bundespolizei, vertreten durch ihren Präsidenten Dieter Roman. Und zwar für diskriminierende und rassistische Identitätsfeststellungen und körperliche Durchsuchungen im Zuge verdachtsunabhängiger Personenkontrollen. Was ist passiert? Auf dem Weg von Kassel nach Frankfurt am Main wird im Dezember 2010 ein 25-jähriger Architekturstudent in einem vollbesetzten Regionalzug von zwei uniformierten Beamten der Bundespolizei unvermittelt und im Befehlston aufgefordert, sich auszuweisen. Auf seine Frage nach dem Grund erhält er keine Antwort, weshalb er sich der Aufforderung widersetzt. Nun beginnen die Polizisten, seinen Rucksack nach Ausweispapieren zu durchsuchen und finden beim Durchwühlen statt eines Ausweises eine Tafel Schokolade. Sie fragen den Besitzer, den sie ganz selbstverständlich duzen, ob er die geklaut habe. Daraufhin wird er zwangsweise zurück nach Kassel auf die Dienststelle der Bundespolizei befördert und seine Daten und Personalien, seine Identität soll festgestellt werden. Nach diesem Erlebnis klagt der in Deutschland geborene und aufgewachsene Betroffene vor dem Verwaltungsgericht Koblenz, um die Rechtswidrigkeit des körperlichen und informationellen Übergriffs feststellen zu lassen, denn er war in 2 Jahren schon 10-mal von Bundespolizisten herausgefischt und grundlos kontrolliert worden. Vor Gericht schildert einer der beteiligten Beamten freimütig, dass ihm der Kläger unter vielen anderen Reisenden nur wegen seiner dunklen Hautfarbe aufgefallen sei, was bei ihm den Verdacht erweckt habe, es könne sich um einen illegalen Ausländer handeln. Diese Praxis entspreche den Lageerkenntnissen und einschlägigen grenzpolizeilichen Erfahrungen gemäß Bundespolizeigesetz, zumal auf besagter Bahnstrecke häufig sogenannte illegale Ausländer verkehrten und Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz zu verzeichnen seien. Das Verwaltungsgericht folgte diesen Ausführungen und hielt mit seinem Urteil vom Februar 2012 das polizeiliche Racial Profiling für rechtmäßig. Ja, man kann sagen, ein gerichtlicher Persilschein für eine rassistische Kontrollpraxis, die die Bundespolizei im Prozess offen eingestanden und als effektiv gerechtfertigt hatte. Nun, dieses Urteil widerspricht jedoch dem Votum des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen, der eine solche Praxis unmissverständlich als rassistische Diskriminierung versteht, die nach internationalem Recht verboten ist. Auch Artikel 3 Grundgesetz verbietet eine solche Ungleichbehandlung. Nun, verdachtsunabhängige Kontrollen, auch Schleierfahndungen genannt, sind in bundesdeutschen Polizeigesetzen zwar legalisiert, aber verfassungsrechtlich umstritten. Sie gelten hierzulande als Ausgleich für die weggefallenen innereuropäischen Grenzen. Die damit verbundene Verlagerung der Grenzkontrollen praktisch ins Landesinnere kritisiert die EU-Kommission schon seit langem als verdeckte Grenzkontrollen und damit als Verstoß gegen das Schengener Abkommen. Obendrein hat sich diese Polizeibefugnis in der Vergangenheit als Einfallstor für eine diskriminierende Kontrollpraxis erwiesen, die sich, ja man kann sagen, rassistischer Raster- und Selektionsmerkmale bedient und
integraler Bestandteil einer restriktiv-repressiven Asyl- und Ausländerpolitik ist. Nun, tatsächlich häufen sich die Beschwerden von Reisenden, die sich von der Bundespolizei rassistisch behandelt fühlen. Laut Spiegel und Freitag beklagen sich Betroffene oder Zeugen in zunehmendem Maße, dass Bundespolizisten Menschen aufgrund ihrer ausländischen Herkunft oder Hautfarbe diskriminierten, und zwar in Zügen, auf Bahnhöfen, Flughäfen oder Autobahnen. Aber Konsequenzen haben diese Beschwerden nur in ganz seltenen Fällen. Auch eine Studie der EU-Agentur für Grundrechte von 2010 belegt diese Alltagserfahrung vieler schwarzer Menschen und People of Color, wonach die Polizei überdurchschnittlich viele Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund kontrolliert. Nun, der hiervon betroffene Kläger ging gegen das schockierende Verwaltungsgerichtsurteil in Berufung vor das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, das die Geschichte dann auch vollkommen anders wertete, nämlich als verfassungswidrig. In ihrem Beschluss, es ist kein Urteil, vom Oktober 2012 kommen die Richter zum Ergebnis, dass diese Polizeipraktiken gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen. Ein Vertreter der Bundespolizei entschuldigte sich daraufhin zähneknirschend beim Kläger, sodass die Prozessbevollmächtigten den Beteiligten insgesamt den Rechtsstreit für erledigt erklären konnten. Frage: Ist nun alles gut? Leider nein. Denn damit verschwinden weder rassistische Vorurteile und Denkmuster aus so manchen Polizeiköpfen, noch die diskriminierende und willkürliche Polizeipraxis. Wie verinnerlicht diese sind, hat postwendend die Deutsche Polizeigewerkschaft bewiesen, die die OVG-Entscheidung als praxisfern bezeichnet, weil sie die Arbeit der Polizei erschwere. Man sieht wieder mal, kritisiert ihr Bundesvorsitzender, die Gerichte machen schöngeistige Rechtspflege, aber richten sich nicht an der Polizeipraxis aus. Ja, die Schöngeister in Richterrobe können mit ihrer Grundrechtslyrik dem knallharten Polizeialltag ganz schön lästig werden. Solche Reaktionen belegen meines Erachtens, dass rassistische Denkmuster weit über die Bundespolizei hinaus zum Alltag von Sicherheitsbehörden gehören, sodass man letztlich von institutionellem Rassismus sprechen kann. Aber warum, so werden sich manche fragen, warum ist dies überhaupt ein Thema für den Big Brother Award? Geht es doch hier nicht um die Vernetzung von Megadatenpaketen mit technischen Schnüffelmöglichkeiten, um hinterlistige Software oder internationale Abkommen zwischen Kontrolltrollen, die nur unser Bestes wollen, nämlich unsere Daten und unser Geld? Nein. Hier geht es um ein rechtspolitisches, ein menschenrechtliches Problem mit unmittelbaren diskriminierenden Auswirkungen auf die informationelle Selbstbestimmung von Menschen, die aus rassistischen Gründen in ein polizeiliches Kontroll- oder Fahndungsraster geraten. Sie müssen sich polizeilich kontrollieren, durchsuchen und ihre Identität überprüfen lassen und damit letzten Endes ihre personenbezogenen Daten offenbaren. Und das oft mehrmals hintereinander. Ohne konkreten Anlass, ohne jeglichen individuellen Verdacht. Nur weil sie eine andere Haut- oder Haarfarbe haben oder einfach aussehen wie Fremde, wie Ausländer oder Muslime und dadurch ins Beuteschema der Polizei passen. Sicherlich, auch eine Vielzahl einschlägiger Fälle und Beschwerden reicht nicht aus, um der gesamten Bundespolizei mit ihren über 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern institutionellen Rassismus vorzuwerfen oder der Polizei insgesamt, aber es gibt über Racial Profiling hinaus eine Reihe weiterer beunruhigender Indizien. So kommt es nicht selten zu unverhältnismäßiger Polizeigewalt gegen Migranten und zu einseitigen Ermittlungen in Fällen neonazistischer Gewalttaten. Mehr als ein Jahrzehnt lang waren Sicherheitsbehörden nicht in der Lage, den rechtsterroristischen Tätern der NSU-Mordserie auf die Spur zu kommen. Stattdessen brachte eine sogenannte Soko Bosporus die Opfer der sogenannten Dönermorde und ihre trauernden Angehörigen in geradezu rassistischer Weise in schweren
Verdacht. In Extremfällen findet man einzelne Polizeibeamte in rechtsextremen Ku Klux Klans oder anderen Neonazi-Organisationen. Auch die staatliche Terrorismusbekämpfung seit 9/11 trägt diskriminierende Züge, mit der Migranten zu gesteigerten Sicherheitsrisiken erklärt, unter Generalverdacht gestellt und einem rigiden Überwachungssystem unterworfen werden. Erinnert sei nur an die umfangreichen polizeilichen Rasterfahndungen nach sogenannten islamistischen Schläfern. Manche erinnern sich, schon Jahre her. Rasterungen gab es auch noch im Jahr 2012, etwa unter der alten schwarz-gelben Regierung Niedersachsens. Wir erinnern uns an einen IM, Uwe Schünemann, Innenminister, der... den wir ja schon zweimal mit dem Big Brother Award auszeichnen mussten. Eine Informationsbroschüre seines damaligen Verfassungsschutzes, also letztes Jahr noch, mit einer Checkliste sollte helfen, junge Muslime ausfindig zu machen, die in den extremistischen Islamismus abrutschen. Zu den Radikalisierungskriterien gehören etwa Gewichtsverlust durch geänderte Essgewohnheiten, längere Reisen in Länder mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung, intensive Beschäftigung mit dem Leben nach dem Tod, plötzlicher Reichtum oder auch Schulden. Wer solch verdächtige Normabweichungen feststellt, möge Kontakt zu den Sicherheitsbehörden aufnehmen, um Informationen über die jeweilige Person auszutauschen, so heißt es in besagter Broschüre. Praktisch ein Aufruf zur Denunziation. Peinliche Ausforschungen der Privatsphäre gibt es auch im Fall binationaler Ehen. Wie war das Wetter am Hochzeitstag? Welche Sitzmöbel haben Sie im Wohnzimmer? Wie oft besuchen Sie eine religiöse Einrichtung? Welche und wo? Haben Sie einen Kosenamen für Ihren Ehegatten? Wann waren Sie und Ihr Ehegatte zuletzt gemeinsam aus? Wohin? Was gab es gestern bei Ihnen zu essen? Was ist Ihr Lieblingsessen und das Ihres Ehegatten? Auf welcher Seite im Ehebett schlafen Sie? Welche Filme gucken Sie am liebsten? Ihr Ehegatte, liest Ihr Ehegatte gern? Wenn ja, warum? Nicht warum, sondern was? Nun ja, solche Fragen aus einem 115 Fragen umfassenden Katalog legten bzw. legen Ausländerbehörden unter anderem in Bremen, Hamburg, Berlin den Partnern binationaler Ehen in getrennten Befragungsrunden zur Beantwortung vor, um daraus dann mögliche Widersprüche aufzudecken, die auf eine vermeintliche Scheinehe hindeuten. Mit diesem Angriff auf den Kernbereich privater Lebensgestaltung lassen sich Persönlichkeitsprofile der Betroffenen erstellen, und zwar unter Verletzung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung. Bei auftauchenden Widersprüchen drohen dann weitere gravierende Maßnahmen, wie zum Beispiel Wohnungsdurchsuchungen. Meine Damen und Herren, zurück zu unserer Preisträgerin, der Bundespolizei, die inzwischen um Respekt wirbt und mit dem Befehl, kein Platz für Rassismus, diesem einen polizeilichen Platzverweis erteilt. Jedenfalls schmückt sie sich seit Ende letzten Jahres mit einem solchen Schild, das ihr eine Antirassismus-Initiative übergeben hatte. Gerade vor dem Hintergrund der öffentlichen Diskussion zu Racial Profiling und Übergriffen durch Polizeibeamte solle durch die Bundespolizei, Zitat, öffentlichkeitswirksam ein klares Signal gegen Rassismus und Intoleranz gesetzt werden. So liest man es auf der Internetseite der Bundespolizei. Begrüßenswerte Selbstkritik oder bloße Sonntagsrede? Statt wohlfeiler Werbegags wäre es angezeigt, ein obligatorisches Antirassismus-Training in die Polizeiausbildung zu integrieren und mehr Menschen mit Migrationshintergrund in den Polizeidienst aufzunehmen. Und der Gesetzgeber ist gefordert, verdachtsunabhängige Polizeikontrollen aufgrund äußerlicher Merkmale gesetzlich zu untersagen sowie unabhängige Kontroll- und Beschwerdestellen einzurichten.
Ansonsten wird sich nichts zum Besseren ändern. Herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award 2013 und gute Besserung, Bundespolizei. Herzlichen Dank, Rolf Gößner. Frage, ob die Bundespolizei anwesend ist? Nein. Nicht. Rolf Gößner ist natürlich auch in diesem Jahr Teil der Big Brother Awards Jury. Die anderen Mitglieder der Jury möchte ich auch nennen. Sönke Hilbrands, Professor Peter Wedde, haben wir schon gehört. Rena Tangens und Padelun auch. Frank Rosengart vom Chaos Computer Club und Werner Hülsmann vom Forum Informatiker, Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Recht herzlichen Dank für die viele Arbeit, die Sie sich gemacht haben. Und dafür gibt es jetzt noch einen extra Applaus für die Jury. Applaus